Noch mal einen kleinen Beitrag miteinander betrachten. Und zwar haben wir ja jetzt uns vergegenwärtigt, wie da ganz gezielt interveniert wird, durch welche Kräfte. Und es gibt einen Mann, der das vor aller Welt auch zugibt. Und damit wird es, wie ich finde, nochmal besonders interessant, weil, wenn man diesen Mann betrachtet oder diesen Mann zuhört, man eigentlich eins zu eins bestätigt bekommt, was sich in der Realität abspielt. Wir reden jetzt von einem öffentlichen Auftritt im Chicago Council on Global Affairs. Ich meine, Gerhard, da hatten wir hier noch nicht drüber gesprochen, oder? Chicago Council on Global Affairs, und zwar von einer Rede, die der Herr George Friedman dort gehalten hat. Haben wir noch nicht besprochen. Erstmal zu dem George Friedman. George Friedman, man schreibt ihn also auch wie den deutschen Namen Friede, Friedman, IE. Der Chef von Strategic Forecasting Incorporation, abgekürzt STRATFOR. Das ist ein führender privater US-amerikanischer Think Tank, also solche sogenannten Denkfabriken, der Analysen, Berichte und Zukunftsprojektionen zu Geopolitik, zu Sicherheitsfragen und Konflikten in aller Welt anbietet. So wird er vorgestellt. Wenn das alles so beschrieben wird, dann wissen wir schon wieder, wie wir diese Worte zu deuten haben. Ich sag mal das, was hier steht, in meinen Worten. Eine Denkfabrik wie der STRATFOR und dieses Chicago Council on Global Affairs, das sind NGOs, in denen gezielt geplant wird, wie diese Welt geostrategisch verändert wird, so dass es den Interessen der Oligarchen, dieser Multimilliardäre entspricht. Das ist die Realität, oder? Jetzt hören wir uns mal an, was der gesagt hat. Und zwar vorher noch wird er eingeleitet durch einen Leiter, der Versammlung, und der sagt Folgendes: Mein Name ist Nick Brandt und ich bin der Direktor der gemeinsamen Programme bei The Chicago Council on Global Affairs. Und dann übergibt er das Wort an den Herrn Friedman. Warum dieser Brand noch wichtig ist, wird gleich deutlich. Ich zitiere jetzt aus der Rede. Zitat: Das Hauptinteresse der US-Außenpolitik waren die Beziehungen zwischen Deutschland und Russland. Denn, hör mir gut zu, vereint sind sie eine Macht, die uns bedrohen kann. Du bestätigst es gerade mit deinem Ja. Unser Hauptinteresse war, sicherzustellen, dass dieser Fall nicht eintritt. Zitat Ende. Ja, brauchen wir noch mehr Bestätigung als solche Zitate, um zu verstehen, worum es eigentlich geht, wenn wir diese permanente Expansion der NATO betrachten? Das ist es doch, oder? Genau. Jetzt redet er weiter. Vor 10 Tagen war der Oberbefehlshaber der amerikanischen Bodentruppen in Europa, General Ben Hodges, zu Besuch in der Ukraine. Also das ist eine Rede, die hat er im Jahr 2015 gehalten. Am 4. Februar 2015. Er kündigte dort an, dass die US-Militärberater demnächst offiziell in die Ukraine kommen sollen. Dann hat er dort US-Medaillen verteilt. Er tat das, sagt er, Zitat weiter, weil er damit zeigen wollte, dass die ukrainische Armee seine Armee ist. Zitat Ende. Habt ihr das gerade gehört? Hier wird von einem Angehörigen einer führenden Denkfabrik gerade in alle Welt rausposaunt im Jahr 2015, dass die ukrainische Armee eigentlich die Armee mit den US-Streitkräften ganz eng verbunden sind. Das wird da rausposaunt.
Wann soll der Krieg begonnen haben, wenn wir den Mainstream-Medien folgen? Wann soll dieser Krieg in der Ukraine begonnen haben? 2022 im Februar. Und hier wird bestätigt, dass schon 7 Jahre vorher die dreckigen Hände der Amerikaner, jetzt habe ich doch gesagt Amerikaner, dort im Spiel ist. Habt ihr noch Töne? Nein. Furchtbar, sagt einer von uns. Genau so ist es. Wenn wir uns vergegenwärtigen, wie viel 100.000 Menschenleben dieser Konflikt, der gezielt herbeigeführt wurde von solchen Typen, bereits gekostet hat. Verhaften müsste man diese Leute. Einbuchten, lebenslang. Das ist das Richtige, was man machen muss mit diesen Typen. Stattdessen laufen die frei rum. Und jetzt geht es weiter in der Rede. Der Punkt bei der ganzen Sache, Zitat, ist, dass die USA einen Cordon sanitaire, einen Sicherheitsgürtel um Russland herum aufbauen und Russland weiß es. Zitat Ende. In meinen Worten übersetzt, wir, die NATO, rücken Russland von allen Seiten so lange auf die Pelle, bis wir es so weit eingekreist haben, dass wir von jeder beliebigen Stelle aus nicht nur Moskau, sondern jeden Zipfel Russland mit unseren Raketen treffen können. Und damit werden wir Russland in die Knie zwingen. Das heißt dieser Satz. Ist der Hammer, oder? Weiter im Zitat. Russland glaubt, dass die USA beabsichtigen, die Russische Föderation zu zerschlagen. Ich denke, wir wollen sie nicht töten, sondern nur etwas verletzen bzw. Schaden zufügen. Zitat Ende. Habt ihr noch Töne? Nein. So nach dem Motto, naja, ich, lieber Nachbar, ich will dir eigentlich gar nicht, ich will dich gar nicht töten. Nee, das will ich nicht. Aber demnächst brauchst du dich nicht wundern, wenn ich so eine Hälfte von deinem Garten einfach für mich beanspruche. Das ist das Konzept. Weiter in diesen Zitaten. Weiter. Also wir sind nicht in der Lage, überall militärisch zu intervenieren, aber wir sind in der Lage, erstens, und jetzt wird es spannend, Achtung, die gegeneinander kämpfenden Kräfte, in dem Moment nimmt sich der Leiter der Versammlung, dieser Herr Brandt, die Brille ab. Sieht man auf dem Video. Weiter im Zitat. Zu unterstützen, damit sie sich auf sich selbst konzentrieren können. Jetzt sieht man, wie dieser Herr Brandt sich im linken Auge reibt und dann die Brille wieder aufsetzt. Weiter im Zitat. Sie zu unterstützen, politisch, finanziell, militärisch, Doppelpunkt, Waffen liefern und die US-Berater aussenden. Zitat Ende. Und jetzt erkläre ich euch als Kommunikationsexperte das nonverbale Verhalten von dem Herrn Brandt. Das Unterbewusste von Herrn Brandt sagt, da geschehen Dinge, die will ich lieber nicht richtig sehen, weil ich spüre, weil mein Gewissen mir nämlich sagt, dass da was nicht in Ordnung ist, gewaltig stinkt. Und deshalb will ich das lieber gar nicht richtig angucken. Und das symbolisiert, dass ich meine Brille abnehme. Das ist die eigentliche Botschaft an der Stelle. Das lohnt sich, das Video anzuschauen. Es gibt das mit deutschen Untertiteln. Ich werde das entsprechend verlinken. Und dann sagt er weiter munter, immer noch jetzt das Zitat von diesem Friedman, und in außerordentlichen Fällen, wie wir in Japan vorgegangen sind, nein, in Vietnam, Irak und in Afghanistan mit Präventivschlägen, Spoiling Attacks, zu intervenieren. Die Taktik der Präventivschläge beabsichtigt nicht, den Feind zu besiegen, sondern sie verfolgt das Ziel, den Feind aus der Balance zu bringen. Das versuchten wir in jedem Krieg, wie zum Beispiel in Afghanistan. Da brachten wir die Al-Qaida aus der Balance und so weiter. Und jetzt noch der Abschluss. Zitat weiter. Die Hauptbefürchtung der USA ist, dass deutsches Kapital und deutsche Technologien mit russischen Rohstoffen und russischer Arbeitskraft sich zu einer einzigartigen Kombination verbinden, die die USA mit einem
seit einem Jahrhundert zu verhindern suchen. Zitat Ende. Hier hat der Herr Friedman ganz offen bekannt, dass seit 100 Jahren die Oligarchen in den USA und natürlich die mit ihnen verbundenen Oligarchen und Königsfamilien, die dürfen wir da nicht vergessen, in Europa seit 100 Jahren nichts anderes machen als dreckige Geopolitik gegen die Menschen. Da geht es immer darum, die Menschen zu vernichten, ihre eigenen Interessen nach vorne zu bringen. Aber wir Menschen haben das rausgefunden. Wir rufen das überall raus. Das Spiel ist aus. Danke, dass ihr da seid. Danke, Daniel. Die USA, unsere sogenannten Freunde. Sie unterhalten rund 750 Stützpunkte auf der ganzen Welt. Wie viele davon allein in Deutschland? Rund 125. 125 Mal sind sie in Deutschland vertreten. Wir sind im anderen nichts anderes als der größte militärische Stützpunkt Amerika auf der Welt. Und dafür bezahlen wir auch noch, weil wir sind ja ein besetztes Land. Ich habe es euch gesagt, 30 Milliarden jedes Jahr. Wenn die Amerikaner immer sagen, God bless oder ja, God bless America, heißt ja nichts anderes, Gott schütze Amerika. Da rufe ich denen das langsam entgegen. Gott schütze uns vor Amerika. Ich kann nur noch eins sagen, 77 Jahre, es reicht jetzt endgültig, lasst uns in Ruhe. Mit eurem Dreck. Ami, go home. Wir sehen uns nächste Woche wieder.